Willkommen im Casting of Frank Stone, Teil 5. Mal gucken, wer heute überlebt und stirbt. Na, ich hoffe, dass alle überleben. Keiner sterben. Es darf keiner sterben. Ja, da sind wir gestern stehen geblieben, ne? Nachdem wir die Chris gefunden haben mit der Madison. Haben wir uns das schon alles angesehen? Mal schauen. Die Krankenschwester, haben wir das schon geguckt? Ich glaube schon, oder? Warum steht da ein Rufezeichen? Interessant. Medi gelang es, die Energie im Horologion abzuleiten. Ja, das haben wir auch gesehen. Linda. Linda, Linden kam Frank Stone und ging zu den Waggonschuppen. Ja, aber das sind sicher zwei verschiedene Universen. Weil, wenn Linda gestorben wäre, wäre sie ja nicht hier als ältere Frau. Und Jaime hat ja auch überlebend im Universum, der ist ja alt geworden. Ein normales Leben geführt. Lampe haben wir ja schon geguckt, ne? Ja. Oh. Hey, das ist der Film. Bonnie war nicht in dieser Szene. Stimmt. Es war Chris. Hä? Das ist falsch. Alter. Okay, das haben wir nicht gefilmt. Das stimmt. Mann, das Gesicht. Mördermüll-Trophäe. Augustin hat eine andere Version von Mördermüll gesehen, ja? Wie viele Versionen gibt es denn da bitte? Heftig, oder? Echt heftig. Noch eins. Irgendwo. Ganz ruhig. Hast du das gesehen? Was meinst du? Hast du gesehen, was Augustin vorbereitet? Etwas stimmt nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Langsam erkennst du, womit wir es zu tun haben. Und leider könnte es schon zu spät sein. Komm schon. Stopp. Ich gehe keinen Schritt weiter, bevor du mir nicht sagst, was genau hier vorgeht. Und versuche erst gar nicht, irgendwas zu sagen, das nicht absolut wahr ist, okay? Die Wahrheit kann oft heikel sein. Sam! Hör zu. Es tut mir leid, Linda. Aber ich kann dir einfach nicht das geben, was du willst. Absolut nichts daran gefällt mir. Ich kriege nichts dafür, dass ich tue, was ich muss. Keinerlei Dank, keine goldene Uhr. Es ist nur irgendwie höhere Bestimmung. Oh Gott, du bist so ein Aufschneider. Ich bin kein Kind mehr. Und du bist nicht der Sheriff. Deine blöde Arroganz zieht bei mir nicht. Linda. Nein. Du willst unehrlich sein? Schön. Aber ich bin nicht doof. Ich weiß, was Täuschung ist. Ich sehe, was du verbergen willst. Dachtest du, ich hätte nichts bemerkt, als du hier ankamst? Du solltest mindestens 80 sein, aber du bist kaum älter als ich. Wie kann das richtig sein? Was willst du damit sagen?
Ich sagte, dass du Sam Green sein könntest. Aber nicht der Sam Green von damals in Cedar Hills. Du bist ein anderer. Nicht wahr? Hm, interessant. Aber sie hat schon recht, dann müsste ja viel, viel älter sein. Für jeden unserer Pfade gibt es einen, auf dem ein Schatten geht. Eine andere Realität, eine andere Welt. Welten, die fast ineinander übergehen. Ich habe diese Zeitachsen gezielt gewählt. Sie überschneiden sich. Der Entitus übt Druck auf die Grenzen unserer Welt aus. Ich brauchte Frank Stones sterbliche Hülle gar nicht. Nur die perfekten Versionen seiner Essenz auf Zelluloid gebannt. Mit 24 Bildern pro Sekunde projizieren. Ich wusste es. Frank Stone wird auferstehen. Heftig. Schicksal geändert. Linda wurde vom Freund getrennt und ging ins alte Verwaltungsgebäude, ja. Aber ich wusste es, dass es um Universen geht, also dass es um viel mehr Universen geht. Alternative Filmszenen. Lindas Szene aus dem echten Mördermill, aber diesmal mit Bonnie. Kaum vorstellbar, dass Chris sich aus ihrem eigenen Film herausschneiden würde. Aber wie kam auch auf denen eine Version davon? Ja, anderes Universum. Und Zeit dazu auch noch. Andere Zeit, anderes Universum. Heftig. Doppelt gemoppelt. Deswegen können die auch hier sterben. Weil das ja natürlich auch ein anderes Universum ist. Wo sind denn alle? Öffnen. Das rote Licht ist heftig. Wir hatten bitte ein rotes Licht im Bad. Steht denn da eigentlich? OOX. Okay. Also hier entlang. Okay, durchzwängen und da auch noch durchzwängen. Aber ich will nichts verpassen. Was ist der richtige Weg und was ist der falsche Weg? Ich will nämlich auch noch zurückkommen und nichts verpassen. Da könnte es weitergehen, aber es könnte auch hier weitergehen. Dann mal ist der Zaun da offen oder kann man da durchgehen hinten? Nein, okay, dann schauen wir mal hier durch. Da muss ein Weg zur anderen Seite sein. Ah, dachte ich mir, da ist vielleicht was. Schlüssel. Kann man immer gebrauchen. Komm zurück. Ah.
seien wir denn hier? Wieder so viel zum Lesen. Der Besitzer von diesem Spind hatte ernsthafte Probleme. Franklin, na mein Schatz, dir geht es sicher gut. Da du mit jedem Tag stärker wirst, weiß ich, dass du gesund sein musst. Ich verstehe ja, dass du wegen deiner Arbeit einige Nächte auf den Gut der Faradays verbringen musst, aber es macht mich traurig, wenn du mir nicht zurückschreibst. Wenn du nicht gerade krank bist, gibt es keinen Grund, dich zurückzuziehen. Du kannst mir alles erzählen, mein Schatz. Du weißt doch, dass ich immer für dich da sein werde, komme, was wolle. Ich werde dich immer lieb haben, was auch geschehen mag. Ich werde auf ewig Teil deines Lebens sein. Vor 3 Wochen hast du mir erzählt, dass du Probleme hast, Freundschaften zu schließen. Das kann ich gut nachvollziehen, mein Lieber. Nur wenige Menschen haben eine Freundschaft verdient. Erinnerst du dich noch an Marie? Ihrem Vater, Jean Lee, gehört die Bäckerei hier in der Stadt. Sie glaubt, nur weil ich einen Fuß in den Laden ihres Vaters setze, müsse ich mir all die Belanglosigkeiten anhören, die sie den lieben langen Tag so erzählt. Zum Beispiel, welche Tabletten sie auf Anraten ihres tollen neuen Arztes täglich um Punkt 8 Uhr einnehmen muss oder wie dieser ihr an den Lippen hängt. Diese ganzen irrelevanten Details legen sich wie eine Schlinge um meinen Verstand. Sie nimmt diese Worte sicher furchtbar ernst. Ich wette, dir geht es da genauso wie mir. Jedes Mal, wenn sie den Mund aufmacht, habe ich das Gefühl, Insekten würden mir unter die Haut krabbeln. Jedes Mal, wenn sie mich mit ihren leeren Augen ansehen, muss ich nicken und lächeln und so tun, als würde ich zuhören. Jedes Mal, wenn ich glaube, sie würden endlich die Klappe halten, dreht es mir den Magen um und wird speiübel, wenn sie wieder und wieder von all ihren lächerlichen Sorgen zu erzählen anfangen. In solchen Momenten muss ich immer daran denken, wie viel Lebenszeit ich wegen ihrer Ahnungslosigkeit schon verschwendet habe. Ich weiß, dass auch du täglich damit zu kämpfen hast. Wenn du es nicht mehr tragen kannst, dann denk daran, was ich zu sagen pflege. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Je mehr du dich mit solchen Leuten abgibst, desto schneller geht deine Zukunft dahin. Das darfst du nicht zulassen. Du bist zu wichtig, um deine Zeit mit ihnen zu verschwenden. Und eines Tages wirst du an einen Ort gelangen, von dem ich dir erzählt habe und wo du endlich sehen können wirst, wie unwichtig sie schon immer gewesen sind. Bis es soweit ist, musst du das aushalten, aber lass dich nicht hinreißen. Melde dich bald wieder, Norman. Ich weiß, dass du deine Ma nicht lange warten lassen wirst. Schließlich bist du ihr einziger Enkel. Ich werde immer über dich wachen. Alles Liebe, Ma. Du bist zu wichtig, um deine Zellen zu verschwenden. Eines, also es ist dasselbe. Okay, doppelt geschrieben auf beiden Seiten. Und deswegen habe ich den Schlüssel jetzt. Okay, deswegen ist er. Hat sich mit irgendwelchen Leuten getroffen, die was wahrscheinlich nicht seine richtigen Freunde waren. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Na, das ist wahrscheinlich nur Psychopathen. Okay, da geht es wahrscheinlich weiter. Ansehen. Wenn ich diese Kessel repariere, sollte das Ding zu sein. Teil nötig. Auch nichts. Muss ich beide reparieren oder was? Ja. Diese Dampfdüsen werden mich kochen, aber das ist der einzige Ausweg. Habe ich überhaupt die Kamera noch? Ich brauche Teile zum Reparieren, verdammt. Ich kann nicht durch den Dampf durch. Aber wo? Wo könnte was sein? Zurück wieder, vielleicht? Aufheben. Ja. Eins. Das sind doch die Geräusche von Dead by Daylight, ne? Wenn man was aufhebt.
Okay. Da ist überhaupt nichts zum Looten. Dann zurück. Und noch vielleicht im Bad. Bad, WC. Vielleicht im guten Licht. Ah, schau. Das nächste. Cool, hab beide Teile. Und zurück. Jetzt müssen wir sicher sagen, ein Rätsel lösen, wie man das dreht. Diese Kurbeln da. Ich darf keine Zeit verlieren. Eins. Und das zweite ist das da. Und jetzt drüber. Schnell, bevor es wieder aus zusammenbricht. Das können wir da aufreißen. Ich hoffe, dieser Frank Stone kommt nicht nochmal. Und ich habe keine Kamera parat. Das ist eine Kiste. Könnte was drin sein? Nö. Nee. Soll das sein? Merlin. Merlin. Naja, böser Hund. Merlins Halsband gefunden. Da reinschauen. Geht's da nicht? Sehr kurze Pause. Komm, geh wieder kurz aus WC.
So, weiter geht's. Junge, wenn ich je aus diesem Labyrinth rauskomme, höre ich auf Bonnie und hau aus Cedar Hills ab. Geh nach New York, verliebe mich, trenne mich, lebe einfach. Ja, hoffentlich. Überlebst du das in diesem Universum? Durch, durch, durch. Wie komme ich denn da hin? Krasse beengte Räume. Ich nicht nur du. Kann kommen. Schwester. Nix. No collectibles. Okay. Überall rein. Okay, da geht's nach oben. Gut, dann schauen wir mal hier rein. Oh, wo geht's denn da? Ich will nur noch nichts verpassen. Ich hoffe, ich komme wieder zurück, wenn ich da durchkrabbel. Hä? Na so. Wahrscheinlich war der Raum zugesperrt, ne? Was ist das denn? Da wer gelebt? Oh Gott. Was ist das hier? Mein Gott. Hier ist alles so grau. Linda, Linda fand Franks Versteck unter dem offenen Raum, wo er seine Opfer gefangen hielt. Oh. Alter Verwalter. Hat er das geschrieben? Aber das lese ich jetzt nicht laut vor, sonst dauert es zu lange. Ich fasse es einfach nicht. Das ist schrecklich. Das ist der, der was vermisst war, ne? Dwight, ja. Dwight A. Parker, Dwight. Oh, der Doktor. Drecksteile? Cool, ein Dr. Puppe, ja, der ist auch sehr gefährlich im Spiel, wenn man den gut spielen kann. Stones Tagebuch. Scheiße. Das ist Frank Stones Tagebuch.
Und irgendwer gibt ihm Anweisungen, was er machen soll. Also er glaubt, dass alle böse sind und Sünder sind und die muss er alle töten. Ich habe ja, und ihre Erwartungen sogar übertroffen. Oh Gott. So, dass ich würdig bin. Ich sag dir, die Augustin ist das, glaube ich, die was ihnen Befehle gibt. Er will sie reinigen, er glaubt, er tut was Gutes. Okay. Auf alle Fälle kriegt er vor jemanden von einer Sie Anweisungen, was er machen soll, und er denkt halt. Ja, seine Verbrechen seine Rechtschaffen, sage ich ja. Und ich glaube, das ist die Augustin. Oh, wieder am Ausgangspunkt? Na gut. Ein paar habe ich verpasst, ein paar Puppen. Der Doktor. Hermann Carter beim brillantischen Genie mit einer krankhaften Psyche. Trotz seines schnellen Aufstiegs im neurowissenschaftlichen Projekt von Lyra's Gedenkinstitut falteten sich Carters Talente erst, als er sie außerhalb des Labors anwandte. Er muss keinen Termin vereinbaren, denn der Doktor sucht immer nach neuen Patienten. Doch sei gewarnt, seine Methoden könnten dich schockieren. Brief der Großmutter. Ein Brief an Frankston verfasst seiner Großmutter. Sie muss geistig gestört gewesen sein, was Normans verwehrte Geltungssucht erklären würde. Wird Hass vererbt oder anerzogen? Franks Tagebuch. Die intimen Gedanken des Schreckgespenst selbst. Frank Stones Tagebuch. Selbst während eines blutigen Kreuzzugs hatte Stones Zweifel, doch eine mysteriöse Stimme gab ihm erneuen Mut. War auch sie nur eine Wahnvorstellung? Na, das heißt die Augustin. Ich call es. Wieder meine Kiste. Ja, fast alle gefunden. Zwei verpasst. Zwei könnte ich noch finden. Bin gespannt. Dann ab nach oben. Oh Gott, wir sind da. Da kommt sicher Frank Stone. Und ich habe keine Kamera, oder? Okay. alles okay? Bonnie? Was? Wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Wow. Was ist das Gerät hat echt kein Licht. Alles okay, alles okay. Du bist nicht Bonnie? Nein, ich, Bonnie war meine Mom. Kanntest du sie? Sie ist die Schwester meines Freundes. Ja, sie ist die Schwester von meinem Freund. Dein Freund? Heine. Was? Wir haben gerade eine Szene gedreht und er... Wir waren... Oh, Hackreime, wie konnte er das tun? Er ist einfach weg! Du meinst nicht meinen Onkel, Reime. Onkel? Oh Gott, nein. Lauf! Maddie, oh mein Gott, da ist dieses Ding, es will mich umbringen. Hier vor sich. Wer verdammt ist die? Als
ihr weg wart, habe ich den Ort hier gefunden und sie war hier. Wie kamst du her? Weiß nicht, ich glaube, ich wurde hergebracht. Warum? Keine Ahnung! Stan! Du willst nicht hier sein. Glaub mir. Während bist du gekommen? Ich glaube, ja. Meinst du, es kann dich auch zurückbringen? Und das versuchen, ja. Wenn das wirklich wahr ist, muss ich es probieren. Meine Freunde sind in Lebensgefahr. Ich muss zu ihnen zurück, egal wo sie sind. Ich helfe dir. Kletter du doch wieder in die, Kammer oder was das ist. Ich guck mal, wie die Steuerung funktioniert. Ich halte die Augen offen nach, Unterbrechungen. Okay, hat das Ding einen Schalter? Ja, ich sehe ihn. Okay, leg ihn um. Oh, nein. Versuch's mit der Stange. Ja, sie muss wieder in ihre Zeit zurück. Reinlegen, er legt dich rein. Mal wieder, dass wieder die Dinger sich wieder einschalten. Diese drei. Wir sind in der Erfahrung, mir Hilfe zu können, ja, passt. Ist sie weg? Kommt da raus? Was ist das denn für einer? Und das für ein Geistergesicht? Ah, schau mal. Ist zurück. Bin ich zurück? So, das ist das brutale Stahlwerk benutzt. Es hat echt geklappt. Ist irgendwas davon wirklich passiert? Das war heftig. Ah, jetzt spiele ich wieder mit dir. Na, sie weiß ja von dem Geist gar nichts. Beziehungsweise eigentlich schon, aber sie hat ihn ja nicht gesehen mit der Kamera. Hat sie eigentlich einen Schlüssel? Neue Collectibles oder nichts? Na, obwohl er tut, hat er eigentlich daheim, ne? Wow. Bug, bug, bug. Ist da jemand? Da oben, ja. Sag nein. Das Problem ist, dass ich die Tür da aufmachen muss unten. Dass ich da raufkomme. Aber ohne Schlüssel. Naja, sie hat ihn auch nicht. Woher soll ich diesen Schlüssel haben?
Wie sie rennt, ne? Oh. Warte mal. Hoffentlich taucht er jetzt nicht auf, dieser Frank. Ah, Linda, Linda. Ja, ich bin's. Ich bin's nur. Gott sei Dank. Du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Total verrückt ist. Ich hab's gesehen. Hat mich fast geköpft. Ja, da hat sie sich. Hier mitgeschafft. Ja, dann kannst du mir das erklären mit der Kamera. Was zur Hölle ist das? Ich weiß nicht wie oder warum. Aber immer wenn wir es mit der Kamera filmen, dieses Ding, scheint es irgendwie langsamer zu werden. Wenn wir es bremsen können, könnten wir es vielleicht auch stoppen. Es darf nicht noch mehr Opfer geben. Chris, als du in der Maschinenhalle warst, in Frank Stones Versteck, was ist wirklich passiert? Ich ging... Es brachte mich irgendwo hin und wenn ich mich erinnern will, ergibt nichts mehr einen Sinn. Es ist, als wäre alles da gewesen. Direkt in meinem Kopf, aber jetzt entgleitet es mir. Einfach. Aber es war real. Ich schwöre, es war real. Wow, langsam. Linda! Und sind die anderen? Oh oh, es kriegt der Watschen. Oh. Wow, hey! Oh nein, ich hab's verdient. Chris, tut mir leid. Was soll ich sagen? Nicht jetzt! Wir müssen weg! Toll, höchste Zeit, sich zu verpissen. Aber wie kommen wir hier weg? Da ist der Gully. Da kommen wir vielleicht raus. Mit etwas Glück finden wir von der Kammer aus einen Weg rein. Es kommt. Chapter 12. Was ist? Was siehst du? Ich sehe gar nichts. Das heißt nicht, dass es nicht da ist. Gerade als ich dachte, ich finde mich hier zurecht. Hier rumzuirren ist wie sein Hirn durch einen Eierschneider zu schieben. Was? Ach. Nichts. Ich dachte nur, wenn ich irgendwem erklären sollte, was vorhin passiert ist, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Nacht geht einfach weiter und weiter. Ja. Aber weißt du was? Wir waren stundenlang hier und alles war völlig normal. Naja. Du weißt schon. Komisch wurde es erst, als Sheriff Scheißkerl dazu kam. Du weißt nicht, ob er irgendwas damit zu tun hat. Beweist das Gegenteil. Und was machen wir jetzt? Wir haben nur eine Option, weißt du? Die wäre? Und so schnell wie möglich von hier zu verziehen. Was ist mit Linda? Was denn? Hoffentlich laufen wir ihr einfach über den Weg. Und willst du mir sagen, was mit diesem Kind war? So, und danke fürs Zuschauen. Wir werden im nächsten Video weitermachen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wird immer interessanter und interessanter, ne? Sag ich mal danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen zum Liken und zum Abonnieren, Leute. Tschüss.